Ich habe Jahre meines Lebens verschwendet, um diese eine Lektion zu lernen. Und damit dir das nicht passiert, damit du innerhalb der nächsten 5 Minuten kapierst, warum Persönlichkeitsentwicklung nichts bringt und was du stattdessen tun solltest, um wirklich die Person zu werden, die du sein möchtest, das erfährst du heute. Was in allen Ecken und Kanten der Persönlichkeitsentwicklung erzählt wird, ist natürlich, oh, du brauchst das richtige Mindset. Oh, du solltest dein Denken ändern. Ah, du brauchst Disziplin. Du brauchst Willenskraft. Mhm. Du brauchst klare Ziele. Mhm. Die müssen messbar sein. Smarte Ziele, mein Lieber. Wenn du das alles nicht hast, dann machst du es falsch. Ach, du brauchst die perfekte Morgenroutine. Und du musst morgens Kaffee mit Butter trinken. Mit Butter. Mhm. Das nennt sich Bulletproof Coffee. Der macht dich kugelsicher. Dann bist du unsterblich. Weißt du was? Alles davon ist ja schön und gut. Aber es geht nie an den wirklichen Kern der Ursache. Denn der Kern von all dem Ganzen ist das, was bei dir im Unterbewusstsein abläuft. Vielleicht hast du diesen Satz schon mal gesagt. Rational weiß ich, was ich zu tun habe. Warum mache ich es nicht? Oh, hast du dich dabei wiedererkannt bei diesem Satz? Oder vielleicht hast du dir folgendes mal gesagt. Ja, das weiß ich ja. Warum fühle ich es nicht? Mhm. Weil du die ganze Zeit hier oben arbeitest. Du versuchst, dein Mindset zu ändern, dein Denken zu ändern, während das hier oben vielleicht 1%, vielleicht 0,1% von all dem sind, was in dir vor sich geht. Denn unser Unterbewusstsein steuert alles. Und ich habe so viele Jahre Zeit verschwendet, einfach nur mit Willenskraft, mit hoher Disziplin, mit Mindset-Arbeit, wenn ich dieses Wort schon höre. Mindset. Mindset. Was ist das? Mindset. Was ist das? Mindset. Weißt du, was unser Verstand macht? Unser Verstand ist in vieler Hinsicht ein Regierungssprecher. Denn die Entscheidung oder die Emotion wird unbewusst getroffen und der Verstand rationalisiert sie. Das heißt, die Entscheidung oder die Handlung ist unbewusst schon da und das hier oben sagt uns dann, gibt uns dann einen logischen Grund, warum wir so handeln, wie wir handeln oder warum wir so fühlen, wie wir fühlen. So, was machst du jetzt stattdessen? Du löst deine emotionalen Wunden, du löst deine Traumata und du gehst in dein Unterbewusstsein und du programmierst dich um. Gehen wir eins nach dem anderen durch, okay? Gehen wir erstmal durch die Traumata. Ein Traumata ist einfach eine Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast, welche anstrengender war oder belastender war, als du damals in deinem vielleicht kindlichen Ich, jugendlichen Ich oder auch erwachsenem Ich. Es war anstrengender als das, was du wirklich verarbeiten konntest. Und was machen wir ganz, ganz häufig? Wir packen dieses Trauma irgendwo weg. Nein, nein, bloß nicht hinschauen. Aber hier ist das Ding. Die Erfahrung ist ja noch da. Die ist ja noch da. Und sie zieht uns die ganze Zeit Energie, weil wir müssen die ganze Zeit Energie investieren, um das unten zu halten. Nein, nicht hingucken. Heißt, diese Energie haben wir plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Und dann bezeichnen wir uns als faul, dann bezeichnen wir uns als undiszipliniert, dann bezeichnen wir uns als Kopfmenschen. Ja? Warum? Weil, wenn wir all das so unterdrücken, dann haben wir weniger Energie, um im Jetzt zu sein und das Thema ist ja nicht weg. Das rattert also weiter und dein Verstand will dich darauf hinweisen, Und du denkst, nein, deshalb funktioniert vielleicht auch Achtsamkeitsmeditation für dich nicht oder Entspannungstechniken. Ja? Dass du sagst, jetzt nach einem langen Arbeitstag, du bist gestresst und dann sagt dir jemand, hey, meditier doch mal, mach die Atemübung. Du versuchst das und was passiert bei dieser Atemübung? Du wirst irgendwie nur noch gestresster. Ja, weil die Ursache ist nicht gelöst. Wie löst du diese Ursache? Recht simpel, aber nicht einfach. Du guckst sie dir an. Du lässt sie bewusst an die Oberfläche kommen. Nimmst sie bewusst wahr. Anstatt wegzuschauen, schaust du hin. Oh mein Gott, was geht da in mir vor sich? Was ist da für ein Traumata, was ich nicht verarbeitet habe? Vielleicht wurde ich gemobbt. Vielleicht waren meine Eltern nicht gut zu mir in irgendeinem Fall. Vielleicht hatte ich eine Erfahrung mit einem schlechten Arbeitgeber, eine schlechte Erfahrung. Vielleicht hat ein Freund mich verraten. Was auch immer es ist, guck dir das genau an und verarbeite es. Das ist Nummer eins, weil dann verschwindet der sogenannte, ich nenne ihn gerne den Traumanebel. Es ist so, wenn du unverarbeitete Trauma hast, also so, als würde so ein Nebel um dich herum sein und du nimmst die Welt nicht wirklich wahr und alles ist irgendwie anstrengend. Es ist, als würdest du mit 1000 Kilo auf dem Rücken nach vorne gehen und du bist die ganze Zeit in deinem Kopf und es ist anstrengend. Ja? Das zweite sind emotionale Wunden. Ich habe diese Woche in meinem Coaching ein Beispiel gegeben. Nehmen wir an, du hast eine riesige Wunde hier am Arm. Ja, wirklich hier eine riesige Wunde. Und du kümmerst dich nicht darum. Weil du wäschst die nicht. Du gehst damit nicht zum Arzt, die wird nicht genäht, du lässt sie einfach da sein. So, und sagst, nein, die ist nicht da. Mm-mm, die ist nicht da. Was passiert? Die wird dreckig, die infiziert sich, die fängt vielleicht an zu faulen. Ekelhaft, oder? Unangenehm. Oh mein Gott, aber man verlierst du deinen Arm. Weg ist er. Naja, genau das passiert mit unseren emotionalen Wunden, wenn wir uns die nicht anschauen. Ja, die sind nicht weg, die sind immer noch da. Und die fangen an zu faulen, die infizieren sich und die werden schlimmer. Und dann entstehen plötzlich toxische Verhaltensweisen. Dann lassen wir den Stress von unserer Arbeit, ja, weil vielleicht bist du Unternehmer, hast ein paar Mitarbeiter und dann lässt du deinen Stress immer boom mit deiner Partnerin aus und merkst danach, was habe ich gemacht? Das wollte ich gar nicht.
Oder du schreist einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin an, die es überhaupt nicht verdient hat. Der kleinste Fehler bringt dich aus der Ruhe und kriegst einen Anfall. Warte mal, wo kam das denn jetzt her? Oh, das liegt nicht daran, dass diese eine Sache dich so aufregt. Es ist niemals die eine Sache, die dich aufregt. Es sind all die akkumulierten Sachen, die im Inneren vor sich gehen. All die Wunden, die dir eine Natur Schmerz bereiten. Und dann kommt da jemand und piep, tut ein bisschen den Finger in die Wunde und boom, du fährst aus dir raus. Und du zeigst entweder, wirst entweder wütend oder du ziehst dich zurück oder du gehst komplett in den Angriff oder du zeigst sonst irgendein toxisches Verhalten. Und du merkst, denkst dir aber nur, warum habe ich gerade meine Emotionen oder meine Gedanken nicht so unter Kontrolle, wie ich es haben sollte. So, was machst du mit diesen emotionalen Wunden? Erstmal, du gestehst dir ein, dass du sie hast. Ja? Zweitens, du kümmerst dich drum. Also du schaust sie dir wirklich ganz einfach an. Weil was braucht es, damit so eine Fleischwunde heilt? Es braucht nicht viel. Es braucht wirklich nicht viel. Okay, es wird gesäubert, wird genäht, ein Verband drum, jeden Tag mal drauf geschaut, ob alles okay ist. Und that's it. Weil der Körper macht den Rest alleine. Du brauchst nur immer wieder draufschauen. Okay, draufschauen, okay, draufschauen, okay, okay, sollten wir wieder säubern, alles klar. Okay, draufschauen und es heilt automatisch. Das, was es so katastrophal macht, ist, dass du nicht hinschaust. Und das ist eine Sache, die häufig schwer zu verstehen ist. Ich habe deshalb eine Meditation für dich aufgenommen, die du dir kostenlos sichern kannst auf derglückskurs.com. Das ist eine dreiteilige Preview. Es sind drei Meditationen, die aufeinander aufbauen. Total geil. Geh einfach auf derglückskurs.com oder klick auf den Link unten in der Beschreibung. Kommen wir dann zum dritten Punkt, nämlich das Umprogrammieren deines Unterbewusstseins. Wenn du deine Wunden und Traumata gelöst hast, okay, boom. Jetzt gehen wir mal in die Verhaltensweisen, in die emotionalen Muster und die Denkweisen, welche du aufgenommen hast in deiner Kindheit, in deiner Jugend, auch in deinem Erwachsenenalter. Weil hier ist die Sache. Wir haben immer das Gefühl, dass wir ganz viel freien Willen haben und dass wir alles Mögliche entscheiden. Aber 99% von dem, was wir machen, läuft ja unbewusst ab. Also gehen wir in das Unterbewusstsein, indem wir erstmal in einen sehr entspannten Zustand gehen. Ja, wir gehen aus dem Beta-Gehirn, weil in den Alpha-Gehirn, weil in den Theta-Gehirn, weil das heißt, eine Methode, das zu machen, sind Entspannungsübungen, sind Dinge wie Meditation und du öffnest langsam dieses Tor in dein Unterbewusstsein, was ich dir in den drei kostenlosen Meditationen übrigens zeige, dass du es einmal selber miterlebst, wie einfach es ist, wenn du es verstehst. Ja? Und in diesem Unterbewusstsein stellst du bestimmte Fragen. In das Unterbewusstsein gehst du mit einer bestimmten Intention, weil das, was du dir vornimmst in deinem Kopf, was du dann mit deinem bewussten Verstand machst, während das Tor zum Unterbewusstsein offen ist, das programmiert dein Unterbewusstsein. Nichts, ich meine, Hypnose funktioniert genauso. Ja? Affirmationen funktionieren genauso. Es ist nur, dass wenn du eine Affirmation einfach mit deinem Kopf wiederholst, passiert da nicht viel. Das Tor zum Unterbewusstsein muss offen sein. Genau das passiert bei Hypnose, genau das passiert bei tiefer Meditation, genau das passiert, wenn wir träumen. Das Tor zum Unterbewusstsein ist offen und boom, all die Bilder kommen in unseren Kopf, weil wir am Träumen sind, Träumen sind, Träumen sind, Träumen sind. Du gehst also ins Unterbewusstsein, wie gesagt, lernst du in der Meditation, wie das geht, und gehst dort mit einer bestimmten Intention hin, mit bestimmten Affirmationen hin, mit bestimmten Glaubenssätzen hin, mit bestimmten Selbstbildern hin, wie du dich selbst sehen willst. Und dann kannst du die in dein Unterbewusstsein, so ein bisschen wie, kennst du den Film Inception? Ja, ungefähr so kannst du dir das vorstellen, dass du es bei dir selbst machst. Du änderst in deinem Unterbewusstsein deine Angewohnheiten, deine Gedanken, deine Emotionen, deine Verhaltensweisen, dein Selbstbild, als wen du dich selbst siehst und merkst, was dadurch passiert. Im Unterbewusstsein änderst du dein Selbstbild und das, was für dich wichtig ist im Leben. Und boom, auf einmal fängst du an, andere Dinge zu sehen. Auf einmal fängst du an, dich anders zu fühlen, anders zu handeln, eine andere Energie auszustrahlen. Und Leute fragen dich, ey, wie machst du das? Warum hast du dich so krass, so schnell verändert? Warum geht es dir immer so gut? Warum hast du immer so gute Laune? Wieso bist du so diszipliniert? Aber hier ist das Schöne. Erinnerst du dich, weil ich am Anfang des Videos gesagt habe, Disziplin, Willenskraft, Durchballern, Smart, Ziele und ja, all diese oberflächlichen Sachen. Ja, so von wegen, lass uns nicht an die Ursache gehen, sondern lass uns das Symptom behandeln. Oh, ich setze nicht um, was ich mir vornehme. Brauche ich mehr Willenskraft? Nein. Geh ins Unterbewusstsein und schau, warum du das nicht umsetzt. Weil, hast du schon mal ein faules Baby gesehen? Ein faules Kleinkind? Nein, die machen die ganze Zeit. Die leben in ihrer Welt. Die ziehen durch, was sie durchziehen wollen. Lassen sich von Rückschlägen lange fertig machen? Nein, die fallen hin, stehen auf, weinen kurz, 10 Minuten später, alles wieder gut und boom, die nächste Sandburg wird gebaut. So solltest du als Erwachsener eigentlich auch sein, wenn deine emotionalen Wunden, deine Traumata gelöst sind und wenn dein Unterbewusstsein so programmiert ist, wie du es gerne möchtest. Und dann setzt du die Sachen wortwörtlich auto-fucking-matisch um. Weil du machst bestimmte Dinge in deinem Leben schon automatisch. Putzt du dir morgens automatisch die Zähne? Ja. Fährst du automatisch Auto? Ja. Hat das irgendwann mal Willenskraft gebraucht? Nein. Du musst dich nicht jeden Tag dazu zwingen, jetzt Auto zu fahren. Nein, du machst es ganz einfach. Und währenddessen ist es sogar so unbewusst geworden, so automatisch geworden, dass du währenddessen Musik hören kannst, ein Hörbuch hören kannst, mit jemandem reden kannst. Du brauchst nicht
so hinterm Steuer zu sitzen. Aber überleg mal, du würdest alles in deinem Leben so angehen, oh, ich brauche mehr Willenskraft, mehr Fokus. Geh in dein Unterbewusstsein, löst das Ganze und boom, du bist Zeuge dabei, wie du wortwörtlich jemand anders wirst. Und wenn du wissen willst, wie genau du in dein Unterbewusstsein kommst, ich habe dir die 3 Meditationen kostenlos zur Verfügung gestellt, derglückskurs.com, der Link ist auch nochmal unten in der Beschreibung. Mach das, gib mir danach Feedback. Wenn du die durchziehst, mal für eine Woche, dein Leben wird sich auf den Kopf stellen. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Viel Spaß.